Analsex tut weh, Analsex ist schmutzig, Analsex macht überhaupt gar keinen Spaß. Das sind typische Vorurteile, die auf der einen Seite stimmen, gleichzeitig aber auch nicht stimmen. Und in diesem Video räume ich mit diesen Vorurteilen auf und gleichzeitig gebe ich dir 8 plus einen ganz besonderen Bonustipp an die Hand, mit dem eure Analverkehr, euer anales Ausprobieren eben ein sehr schönes Ausprobieren wird. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Wir Deutschen scheinen irgendwie ein besonderes Verhältnis zum Thema Anal zu haben, denn laut Pornhub-Studien vom Jahr 2022 wurde die Kategorie Anal bei uns Deutschen 408% häufiger gesucht als in anderen Nationen. Warum das ist, keine Ahnung. Aber klar ist, es scheint irgendwie viele Männer und Menschen da draußen zu interessieren. Nun, wer sich jetzt von besagten Filmchen inspirieren lässt und denkt, geil, genauso setze ich es in der Realität um, der wird in aller Regel sehr schlechte Erfahrungen sammeln. Außer er hat was mit einer Frau zu tun, die sehr erfahren in dem Bereich ist. In aller Regel kann man dabei nämlich eine ganze Menge Fehler machen. Und damit dir diese Fehler nicht passieren, dafür ist dieses Video da. Denn ich gebe dir hier 8 plus eben einen besonderen Bonustipp an die Hand, mit dem eure analen Erfahrung in die Annalen eurer Sexgeschichte eingehen, so ungefähr. Egal. Doch bevor es losgeht, eine Frage an euch. Was sind eure Erfahrungen zum Thema Analsex? Habt ihr positive? Was war positiv? Habt ihr negative? Was war negativ gewesen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare ein. Und damit lasst uns loslegen zum ersten Tipp. Tipp Nummer 1 sind Erfahrung und Vorurteile miteinander klären. Und den halte ich für sehr, sehr wichtig. Nämlich nicht einfach so, hey, ich habe mir da mal was ausgedacht und hier kam Johnny rein mit dem dicken Otto. Überraschung, Surprise, Motherfucker. Sondern im Vorfeld erstmal klären, möchte das meine Partnerin auch? Möchte die Frau, mit der ich da zusammen bin, das überhaupt einfach mal Analsex ausprobieren, mal anale Stimulation ausprobieren oder eben nicht? Denn es gibt dazu nicht viele Studien, es gibt ein paar Studien dazu und eine davon war eben aus Amerika mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und da gaben 40% der Frauen an, dass sie Analerfahrung positiver Art hatten, ja, dass es ihnen Spaß bereitet hat. 20% der Frauen haben gesagt, sie haben negative Erfahrung und 25% haben gar keine Erfahrung. Das heißt einfach, und so wird es in Deutschland auch sein, die Reichweite an Erfahrung ist sehr, sehr groß und man sollte niemals über die Meinung anderer hinwegbügeln, sondern im ersten Fall immer erklären, ist da überhaupt Interesse da? Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Welche Vorurteile hast du gesammelt? Ich habe bei dem Video, wie überrede ich sie zum Analsex, kannst du hier oben finden, bin ich genau auf die Vorurteile eingegangen, welche Vorurteile das vor allem sind. Hier möchte ich dir vor allem 3 vorstellen. Das ist nämlich das Vorurteil, Analsex tut immer weh. Ja? Das ist, Analsex ist schmutzig. Und Analsex macht Frauen überhaupt gar keinen Spaß. Also es erregt mich doch gar nicht. Ja, das sind so die klassischen 3 Vorurteile, die auf der einen Seite natürlich stimmen, aber auf der anderen Seite auch wiederum nicht stimmen. Wie gesagt, mehr dazu eben im besagten Video. Da geht es darum, im ersten Tipp, das überhaupt erstmal miteinander zu klären. Was hast du für Vorurteile oder was hast du für Erfahrung? Bei Erfahrung ist es ein Stück weit komplexer. Da geht es nämlich darum, okay, was genau ist denn eigentlich schiefgelaufen? Warum ist das schiefgelaufen? Was machen wir miteinander anders? Und eben ganz viel Empathie und Vertrauen aufzubauen, damit die anale Erfahrung irgendwas Wunderschönes wird. Tipp Nummer 2. Die saubere Vorbereitung. Die ist gerade für Anfänger extrem wichtig, weil Anal ist einerseits ein tabuisiertes Thema, es ist irgendwie verrucht, es ist pervers, es ist schmutzig, ja, auf dieser ganzen moralischen Ebene, aber gleichzeitig hat es ja was mit Ausscheidung zu tun. Also wirklich rein körperlich ist es halt schmutzig in den Köpfen vieler Menschen da draußen. Und das gilt es eben in einer gescheiten Vorbereitung abzufangen. Und da empfiehlt es sich wirklich vorher zu sagen, sich darüber natürlich auszutauschen und dann der Partnerin, der Frau, ihm ganz viel Zeit zu lassen. Das heißt zum Beispiel ein Bad vorher nehmen, damit sie auch wirklich sauber ist. Das könnt ihr auch zusammen machen in Form eines Rituals, dass sie vorher nochmal auf Toilette geht, gegebenenfalls einen Einlauf nimmt und so weiter und so fort. Mit steigender Erfahrung braucht es das alles gar nicht mehr, weil man eben gelernt und erfahren hat, der Körper ist eigentlich ziemlich reinlich unterwegs. Und wenn man vorher auf Toilette geht, ist eigentlich alles sauber. Aber gerade am Anfang geht es ja vor allem darum, die Gedanken im Kopf, die Hemmnisse im Kopf, dass die abgebaut werden. Und deswegen ganz klar, speziell für Anfänger, nehmt euch viel Zeit für die Vorbereitung. Ja, eine gute Vorbereitung, damit sie und damit ihr beide sozusagen entspannter, losgelöster und vertrauensvoller in die analen Spiele eintauchen könnt. Tipp Nummer 3, klare Kommunikation. Auch das bitte im Vorfeld miteinander klären. Das sogenannte Codewort. Haha. Also Safe Word. Ja, einfach ein Wort zu wählen, wo man sagt,
oder mehrere Safe-Wörter, wie auch immer, wo er einfach sagt, okay, wenn das ausgesprochen wird, dann pausieren wir das Ganze und dann beenden wir das Ganze. Dass vorher Regeln getroffen werden, okay, wie weit gehen wir nicht, was probieren wir aus, was probieren wir nicht. Das klingt alles ein bisschen trocken, ein bisschen unerotisch, das ist mir schon klar. Aber es ist in dem Falle schon wichtig am Anfang, weil das Entscheidende ist Vertrauen, 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 Vertrauen. Damit, und da komme ich gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, damit das Ganze ein schönes Erlebnis ist, braucht es sehr viel Vertrauen und sehr viel Hingabe. Vertrauen in dich als Partner und Hingabe der Frau eben in dieses neue sexuelle Spieldomain, damit es wirklich auch Freude bereiten kann. Tipp Nummer 4, Gleitgel, Gleitgel und nochmal Gleitgel. Wenn du dir verschiedene Forenbeiträge durchliest zum Thema Analsex, wirst du immer darauf stoßen, an Gleitgel groß geschrieben, ja, alles fett mit 3 Ausrufezeichen dahinter. Gleitgel ist einfach sehr wichtig, denn meiner Meinung nach ist guter Analsex so ähnlich wie eine Wasserrutsche. Ja. Es macht erst richtig Spaß, wenn es richtig flutscht, ja, wenn es richtig reibungslos abläuft. Und so ist es beim Analsex eben auch. Einerseits auf der moralischen Ebene, ja, dass man sich da vertraut, dass man kein negatives Verhältnis zu dem ganzen Thema hat. Aber tatsächlich rein praktisch auf der körperlichen Ebene willst du, dass da alles flutscht. Und deswegen geizt nicht mit Gleitgel. Im Gegenteil, nutzt viel Gleitgel. Ich bin darauf noch genauer eingegangen mit vielen anderen typischen Fehlern beim Analsex in dem Video, in diesem hier oben, wo es eben um 7 typische Fehler geht. Grundsätzlich als kleiner Hinweis, wenn es ums Thema Gleitgel geht, gibt es 3 Sorten. Es gibt wasserbasiertes, es gibt ölbasiertes und es gibt silikonbasiertes Gleitgel. Das wasserbasierte funktioniert ganz toll, hat aber den Nachteil, dass es mit der Zeit trocken wird und dann wird es klebrig. Das heißt, wenn ihr wasserbasiertes nehmt, habt immer ein Glas Wasser oder so dabei, dass du es zwischendurch benetzen kannst. Gleichzeitig ist es sehr, sehr billig und es funktioniert sehr gut mit Kondom. Im Gegensatz zu ölbasierten. Ölbasierte flutschen toll, sie werden nicht trocken, alles wunderbar, werden auch gut vertragen, haben aber den kleinen Nachteil, dass sie mitunter Latex zersetzen. Ja, und damit ist der Schutz nicht mehr so sehr gewährleistet. Das muss man immer dabei bedenken. Und der dritte Aspekt, Silikonöl. Silikonöl ist der Cadillac, ist das teuerste davon. Verdunstet nicht, flutscht total wunderbar, ist alles geil, hat den einzigen Nachteil, toxikologisch weiß man noch nicht genau, wie bedenklich oder unbedenklich es ist. Ja, es kann ja sein, dass es einfach, es wird ja auch ein bisschen über die Schleimhäute und so weiter aufgenommen, kann Nachteile mit sich bringen. Das heißt also, den goldenen Mittelweg geht es eigentlich nie, den erfindet ihr selber miteinander. Wenn ihr sicher gehen wollt, auf der toxikologischen Seite nehmt ein wasserbasiertes und habt einfach ein bisschen Wasser dabei, dass ihr zwischendurch das immer wieder benetzen könnt, damit es gescheit flutscht. Aber entscheidend ist, viel Gleitgel, nicht geizen, nicht am Anfang. Später, wenn ihr erfahren seid, ja, das wirst du auch mitkriegen. Wenn jemand sehr erfahren mit dem Thema Analsex ist, dann braucht sie überhaupt gar kein Gleitgel nehmen, sondern nimmt sie ihre eigene Spucke. Funktioniert wunderbar. Aber am Anfang, wo diese Erfahrung eben noch nicht da ist, empfehle ich viel Gleitgel, damit es nicht wehtut, sondern damit es richtig schön flutscht. Und damit komme ich zum 5. Tipp. Der zeitlose Raum. Zeit ist ganz wichtig dabei. Ja, es ist ein ganz sensibles Thema. Es ist ein intimes Thema. Es ist ein Thema, was innerhalb von wenigen Sekunden von lustvoll zu schmerzhaft rüberwechseln kann. Weil das Entscheidende, wenn es um anale Spiele geht, wo es vor allem mit Eintauchen ist. Ich rede jetzt nicht nur auf der Oberfläche, da geht es vor allem um das Moralische, das bin ich sauber, diese Themen. Aber wenn es wirklich darum geht zu penetrieren, entweder sei es mit einem Finger oder sei es mit einem Dildo oder sei es mit deinem Penis, geht es darum, den Schließmuskel zu überwinden. Ja, und der Schließmuskel am analen Bereich unterteilt sich in 2 Bereiche. Es gibt den äußerlichen und den inneren Schließmuskel. Den äußerlichen können wir sehr gut selber ansteuern. Ja, häufig zum Beispiel hört man ja auch den Tipp beim Analsex, dass die Frau ein bisschen gegendrücken soll. Und das kann tatsächlich auch funktionieren. Muss nicht, aber kann. Der innere Schließmuskel allerdings wird eher unwillkürlich angesteuert. Ja, und der reagiert vor allem darauf, wie entspannt bin ich. Der ist von Haus aus eigentlich angespannt, ja, damit man ja auch nicht Durchfall bekommt, etc. pp. Aber jetzt geht es ja darum, dass der sich entspannt, damit sozusagen alles möglichst entspannt ist und ihr lustvoll miteinander sein könnt. Und das braucht eben eine gewisse Zeit, das braucht Vorbereitungszeit. Und das ist mitunter nicht mit einem Gespräch und dann mal 5 Minuten ein bisschen einreiben getan, sondern es kann sein, dass das Tage, Wochen, Monate dauert. Dass es wirklich auch sein kann, beim Akt per se, dass du wirklich mit dem Finger, mit dem Dildo oder mit deinem Penis an einer Stelle verharrst, gefühlt für eine Ewigkeit, bevor es einen Millimeter weitergehen kann. Das ist am Anfang so. Ja? Nehmt euch diese Zeit. Ganz wichtig. Macht da nicht hektisch. Sobald du hektisch machst, setze dich über ihre Grenze, über eure Absprachen hinweg. Und das wirkt traumatisierend. Das ist das, warum Frauen dann auch sehr schlechte Erfahrungen damit sammeln. Es gibt Frauen, die haben wirklich gar keinen Bock darauf. Alles gut. Es gibt einen großen Teil an Frauen, die haben einfach sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Und deswegen haben sie kein gutes Verhältnis zur analen Stimulation. Deswegen
nehmt euch bitte, bitte viel Zeit. Im Übrigen, auch mal so am Rande, Studien deuten darauf hin, dass regelmäßiger Analverkehr tatsächlich auch einer gewissen leichten Form von Stuhlinkontinenz führen kann. Ja, also wo einfach der innere Schließmuskel permanent entspannt ist. Nur am Rande. Das muss bei gelegentlichem Analsex ist das nicht der Fall, aber welchen, die das wirklich häufig praktizieren, tritt die Rückmeldung gehäufter auf. Was also da schon mal im Kopf zumindest konzeptionell interessant sein könnte, klassisches Beckenbodentraining, Schließmuskeltraining, um diesen Muskel eben, der beim Sex dann eben sehr, sehr entspannt ist, auch wieder sozusagen anzutrainieren, dass er eben stärker wird. Das ist ähnlich wie Beckenbodentraining für den Vaginalbereich, kann man das eben auch im Analbereich trainieren. Nur mal so als am Rande, falls das eine häufige Praktik von euch werden sollte, könnte das vielleicht auffallen. Aber darüber würde ich mir am Ende nicht zu viel Gedanken machen, denn das ist nur bei welchen, die das wirklich sehr regelmäßig praktizieren, bei ganz gelegentlichen Analsex-Spielen ist das in aller Regel gar kein Problem. Wichtiger, nehmt euch Zeit. Und damit komme ich zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 6. Sie übernimmt die Führung, was sowohl Tempo als auch Spielart anbetrifft. Es kann sein, dass du dir halt Pornofilme angeschaut hast und denkst, geil, genau das will ich haben. Und vielleicht werdet ihr das auch miteinander haben. Vielleicht aber auch nicht. Aber ihr werdet es wahrscheinlich nicht gleich zu Beginn haben, sondern es wird Zeit brauchen, bis Frau eben auch an den Punkt kommt, wo sie so entspannt sich hingeben kann, wo sie sich so viel dir vertrauen kann, wo sie so loslassen kann. Und wo du eben auch genauso eben erfahren hast und mitbekommen hast, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Ja, also lass dich da bitte nicht von Pornofilmen verirren, sondern halte dich eher an diese Tipps. Und dieser Tipp sagt, sie hat die Führung. Ganz wichtig am Anfang. Wenn ihr Neulinge seid, sie hat die komplette Führung. Das ist sowohl bei der Kommunikation, halte dich bitte an ihre Kommunikation, das heißt bei den Regeln. Das heißt aber auch, dass ihr vielleicht eine Stellung miteinander findet, wo ihr euch sehr rein entspannen könnt, wo du bequem liegen kannst, damit sie nämlich ganz langsam das Becken bewegen kann, wo sie sich sozusagen langsam über deinen Finger, über den Dildo oder was auch immer ihr da nutzt oder den Penis langsam rüberschieben kann, dass sie die Kontrolle drüber hat. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und bitte lass das bei ihr. Komm nicht auf die Idee zu sagen, hey, ich habe gesehen, wie Pornostar XYZ, wie die abgegangen ist, als das und das gemacht wurde, das mache ich jetzt mal auch, weil das gefällt dir bestimmt. Nee, lass es, nicht am Anfang. Wenn ihr später Vertrauen gefasst habt, könnt ihr mehr miteinander spielen, aber am Anfang, lass es bei ihr, sei ganz sacht. Wenn sie sagt, hey, kannst du ein bisschen schneller machen, mach schneller. Wenn sie sagt, mach langsamer, mach mal bitte langsamer, mach langsamer. Die Führung liegt bei ihr. Und wenn du das gut machst, ja, dann wird bei den allermeisten Frauen auch wirklich ein sehr positives Erlebnis da sein. Da wird tatsächlich Analsex etwas total Schönes sein. Ich habe dazu mein ganzes Video gemacht, warum Analsex und anale Stimulation etwas sehr Bereicherndes für Frauen ist, was ihnen einfach gefällt, was, welche verschiedenen Komponenten, 7 Stück genau genommen, da zusammenkommen, die lusterfüllend sind. Die kannst du dir alle hier oben anschauen. Und damit komme ich zum 7. Tipp. Fang klein an. Ja, vielleicht hörnst du dich total an, wie der dicke Johnny da reintaucht. Mag ja alles gut und schön sein, aber versetz dich mal in ihre Lage. Sie hat noch gar keine Erfahrung oder wenig Erfahrung. Stell dir mal vor, du bist die Person und jetzt kommt jemand anders her und sagt, du pass mal auf, ich weiß genau, was gut für dich ist und holt einen Riesendildo raus. Den schiebe ich dir in einer Minute rein. Keine gute Idee. Macht keinen Spaß. Ja, ich habe mal ein Video darüber gemacht, wie du dir selber als Mann eine schöne Prostata-Massage geben kannst, wie du dich dem Thema annähern kannst. Was bringt uns Männern auch in aller Regel sehr, sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es mit sehr vielen Tabus belegt ist. Video findest du hier oben. Aber in der Quintessenz ist ein wichtiges Element davon, langsam und klein anfangen, sich dem Thema langsam zu nähern. Ja, nicht mit dem Größten, nicht gleich mit deinem Penis, sondern vielleicht ist am Anfang erstmal nur das Bespielen mit deinem Daumen der Rosette oder einfach nur das Umstreicheln der Gesäßbacken und dann vielleicht mal mit dem Finger anzufangen oder mit einem Plug anzufangen und dann Stück für Stück für Stück sich weiter voranzutasten. Ich verspreche dir, je positiver und je empathischer und je verspielter und lustvoller ihr da miteinander rangeht und die Frau hat auch Spaß daran, dann ist der Spaßfaktor umso größer. Es gibt Frauen, die haben wirklich gar keinen Spaß daran. Für die ist das einfach nichts. Aber der größte Teil hat tatsächlich Spaß daran. Das geht auch aus Studien hervor, dass eben anale Bespielung mit einem fremden Finger mehr Spaß macht als mit dem eigenen Finger. Ja, dass es generell relativ viel Spaß bringt. Und eine Erweiterung ist gerade mit klitoraler Stimulation, mit vaginaler Stimulation. Das geht klar aus Untersuchungen und aus Befragungen von Frauen hervor. Aber wichtig, gerade zu Beginn, fang klein an. Ja, erstmal Erfahrung sammeln, Lust sammeln und dann darauf Stück für Stück weiter aufbauen. Und damit bin ich bei Tipp Nummer 8, der korrekten Nachbereitung für Mann und Frau. Ja, darauf
Das vergessen tatsächlich viele, aber das sexuelle Erlebnis hört nicht dann auf, wenn du ihn quasi rausgezogen hast oder was auch immer rausgezogen hast, sondern da gibt es noch eine Nachbereitung und die ist mindestens genauso wichtig wie alles andere, was davor passiert. Im Gegenteil, wenn man da tatsächlich sehr viel Scheiße baut, kann das traumatisch wirken, kann das sehr negativ wirken. Mit Nachbereitung meine ich wirklich das, was jetzt danach passiert. Auf der einen Seite körperliche Hygiene, ja, also sich waschen, gerade wenn ihr kein Kondom benutzt habt, aber auch grundsätzlich danach einfach waschen, weil man hat vielleicht Kontakt mit Darmbakterien an den Fingern, am Penis oder sonst irgendwo oder bei einer Frau, dass es halt irgendwie im Genitalbereich dort irgendwo rumwandert. Das einfach wegwaschen, sich säubern, das ist generell auch eine schöne Sache, vielleicht zusammen ein Bad nehmen, dass sich einfach mal sich zusammen wohlfühlt und dann viel kuscheln, viel Nähe, viel Dasein, viel darüber sprechen. Wie war das jetzt? Was war gut, was war nicht gut? Was hat dich besonders angetört? Was hat dir besonders viel Freude bereitet? Was war geil? Was war schön? Weil auf der einen Seite geht es natürlich darum, zu evaluieren, okay, wie war jetzt diese Erfahrung? Aber vor allem geht es auch darum, der Frau zu zeigen, sie ist jetzt keine billige Schlampe, weil sie das gemacht hat, ja, sondern du respektierst sie noch total, du wertschätzt sie total, du findest, es war einfach eine totale schöne Erweiterung, sie so zu erleben. Weil das ist ganz oft auch die Angst, die Frauen haben, wenn ich das dann mache, denkt der, also A, boah, was ist, wenn ich pupse oder sonst irgendwas und der ist total angeekelt und will nie wieder was von mir wissen. Und das Zweite ist, was ist, wenn er mich danach für eine Schlampe hält, für einen total widerliches Mädchen und will nie wieder was mit mir zu tun haben oder behandelt mich nur noch total respektlos, wie ein Stück Dreck. Das sind Sorgen, die einfach im Kopf da sind. Und da geht es darum, das in der Nachbereitung eben zu thematisieren. Also, dass einfach klar wird, hey, das war schön, das war toll, das war besonders berührend. Dumm wäre es, nach so einem ersten Erlebnis danach zu sagen, so, tschüss, ich fahre jetzt nach Hause, bums und weg. Und wenn dann, das kenne ich aus meinem Bekanntenkreis, da kenne ich jemanden, der hat genau das eben erfahren, also eine Frau. Die hat dann alleine zu Hause gesessen mit sich und hat festgestellt, ey, warte mal, was wurde da eigentlich gerade mit mir gemacht? Das ist ja, oh Gott, und für sie war das super traumatisierend. Sie wollte danach nie wieder was mit diesem Thema zu tun haben. Einfach nur, weil der Typ einfach abgehauen ist, statt sich halt einfach danach zu kümmern. Deswegen ganz wichtig, wie alles andere davor, eine gute Nachbereitung, sich einfach umeinander zu kümmern. Es kann vielleicht sein, falls sie Darmschmerzen hat, könnte auch so ein auf Körpertemperatur abgekühlter Kamillentee was Schönes sein. Ja, Körpertemperatur, ganz wichtig, sonst Verbrennung. Das wirkt tendenziell, das als Einlauf wirkt sehr beruhigend für den Darm, aber ist in aller seltensten Fall der Fall. Seid einfach füreinander da, kümmert euch umeinander. Und wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, so das ganze Thema mit Stuhlinkontinenz, die vielleicht passieren könnte, wenn man das sehr, sehr häufig miteinander betreibt, könnte ja auch ein erweiterter Gedanke der Nachbereitung sein, gemeinsames Beckenbodentraining. Ja, das würde ich jetzt nicht in dem Augenblick danach machen, sondern so, ja, vielleicht ein paar Stunden später oder, wenn ihr gerade gemeinsam häufiger miteinander spielt, weil ihr zusammen seid, weil ihr ein Pärchen seid oder aus welchen Gründen auch immer, das vielleicht sogar Teil von eurer partnerschaftlichen Dynamik wird, dass ihr Beckenbodenübungen macht. Davon profitieren nicht nur Frauen, weil sie dadurch meistens noch ein besseres Gefühl im unteren Beckenbodenbereich haben, weil alles ein bisschen straffer und enger sozusagen wird. Davon profitieren auch Männer, weil sie ihre Erektionsfähigkeit besser wird und sie auch mehr Kontrolle sozusagen über den Zeitpunkt des Kommens erlangen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, wo es darum geht, deinen Penis zu trainieren mit 4 interessanten Möglichkeiten. Das Video kannst du dir hier oben anschauen. Und damit komme ich jetzt zu dem Extra-Tipp, zu dem besonders delikaten Tipp, der lautet nämlich Rollen tauschen. Ja, wie ich ja schon gesagt habe, das Thema ist gerade für Frauen eben mit vielen Ängsten verbunden, ja, weil körperlich, aber weil Schmerzen. Und was sehr gut funktioniert auf dieser Ebene, um mehr Empathie herzustellen und sozusagen auch, dass das für euch eine gemeinsame Reise ist, zu sagen, das machst du nicht nur alleine, also nicht nur ich schieb dir da was rein, sondern du auch was mir. Ja, das wirkt erstmal sehr befremdlich. Aber im Prinzip ist es genau das, wie Frauen sich ja auch fühlen in diesem Augenblick. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist was Interessantes, was Bereicherndes. Das schafft auch ganz viel Vertrauen miteinander, das schafft wahnsinnig viel Empathie. Und ich habe das mal in einer Extremform bei einem Pärchen kennengelernt. Die haben sich sehr, sehr gut verstanden miteinander. Die hatten regelmäßig Analsex miteinander. Und ich habe die gefragt, wie kam das dazu? Und sie hat ganz klar gesagt, pass auf, das war ihre Regel an ihn. Du kannst alles mit mir machen, was ich vorher mit dir gemacht habe. Ja, also du sagst, der Typ hat ihr gesagt, was er gerne mit ihr machen würde und sie hat gesagt, wunderbar, hier ist der Dildo, ich mache das bei dir. Und das war natürlich ein Riesenschock für ihn, ohne Frage, so, what? Ja, aber dann hat er plötzlich gesagt, oh, warte mal, nee,
also das war klar so, pass auf, du machst nur das, was ich vorher bei dir machen konnte. Also weiter spielen wir halt einfach nicht miteinander. Das war für ihn so, okay, wenn ich das gerne möchte, dann muss ich auch diesen Schritt gehen. Und für ihn war es dann so, okay, von Hardcore Penetration gehen wir erstmal von, ja, vielleicht erstmal nur den Hintern streicheln. Ja, also er wurde einfach so, wow, ich will das viel, viel langsamer angehen. Und die beiden sind super damit klargekommen. Sie haben sich einfach, also die waren auch ein festes Pärchen, muss man jetzt dazu sagen. Ne? Die haben dadurch ganz viel Vertrauen ineinander gewonnen. Auch einfach sexuelle Stilbildung erweitert, mal neue Sachen festgestellt, kennengelernt, ob es was für sie ist oder nicht. Und das hat sie eben sehr beflügelt. Und der Tipp, wie gesagt, ist sehr extravagant, ist sehr außergewöhnlich. Aber ich persönlich kann, weil ich auch weiß, ne, das Thema Prostatamassage für Männer auch was total Geiles ist, aber gleichzeitig mit einem riesen Tabu belegt ist, das kann auch was sehr Befreiendes und Bereicherndes für deine Sexualität sein. Und vor allem schafft es wahnsinnig viel Empathie zum Thema Analsex, Analstimulation. Einfach mal die Rollen zu tauschen und das spielerisch miteinander auszuprobieren. Also, das, wie gesagt, sind die wichtigsten Tipps, die ich dir an dieser Stelle mitgebe. Ich empfehle dir nochmal ganz klar, an dieser Stelle das Video dir anzuschauen hier drüben, wenn es darum geht, erstmal mit ihr darüber in Kontakt zu kommen. Wie überredest du sie überhaupt? Worauf solltest du dabei achten? Und was sind die 7 typischen Fehler beim Analsex? Hier unten in dem Video dir das auch nochmal anzuschauen, um eben Besagtes zu vermeiden.